Ja, und willkommen zurück zu Let's Play Mega Man ZX Advent. Ich habe schon seit Ewigkeit nicht mehr gezockt. Das könnte man auch von meinen Uploads sehen, weil seit langem nichts mehr hochkam. Ja, ist mal lieber das dumme Real Life dran schuld. Das geht ja mal gar nicht. Und ich würde sagen, die nächste... Ach ne, das war woanders. Die nächste Mission, die wir machen, ist eigentlich auch so ziemlich meine Hassmission. Aber ich finde, wir sollten die trotzdem auch hinter uns bringen. Und der hat eine Quest. Um Quests kümmern wir uns natürlich später noch. Da ging es zum Pflanzenturm. Und unten, da ging dann das Richtige noch weiter. Genau, diese grüne Schlüsselkarte haben wir nämlich damals gekriegt. Und da haben wir mit dem überhaupt schon geredet. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Oh Gott, bist du nicht der Auserwählte für das Modell A? Oh mein Gott, da kommt Gott vor. Also es ist doch ein religiöses Spiel. Oh mein Gott. Ach je, ich habe mich noch nicht mal vorgestellt. Man nennt mich John. John. John, ey, was hab ich? Ja, John. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in so einem abgelegenen Lager ein Mega Man treffen würde. Heute muss mein Glückstag sein. Naja, bis du gekommen bist, hatte ich nicht gerade eine Glückssträhne. Ich bin gerade zu dem Zeitpunkt hier reingekommen, als die Tür ihren Dienst versagt hat. Seitdem stecke ich hier fest. Was für ein Dusel, dass du hier aufgetaucht bist. Also, okay. Wollte uns nur hinhalten. Nee, wir wollen uns aber hier entlang. Das ist nämlich ein neues Gebiet. Und das ist auch ein bisschen interessant aufgebaut, muss ich sagen. Aber erstmal hier wieder Missionen. Ich bin's, Mikhail. Wegen der Infos, die wir in der Datenbank der Legion fanden. Anscheinend hat ein Hacker die Daten gelöscht. Oh Gott. Das muss Albert gewesen sein. Wir haben allerdings... wir haben alles getan, um die Position des Hackers herauszufinden. Aber das Netzwerk läuft in deinem aktuellen Bereich nur langsam. Kannst du in diesem Bereich eine Computeranlage entdecken? Ach, eine große Computeranlage, meine ich? Eine Computeranlage? Nein, ich sehe nichts in der Art. Leider können wir nicht mehr für dich tun. Du musst dich ab hier alleine durchschlagen. Wenn du den Computer findest, den der Hacker benutzt hat, wirst du vielleicht noch einige der Daten retten. Die geklauten Daten über dich sind die einzige Spur, die wir noch haben, um Albert aufzuspüren. Wie der Computer, mit dem meine Daten geklaut wurden, könnte hier irgendwo stehen. Okay, ich sehe mich etwas um. Ja, was interessant ist an dieser Stage, werden wir auch jetzt sehen. Und ja, der Bosskampf ist diesmal am Anfang. Halt, stehen bleiben, wer auch immer du bist. Du hast keine Erlaubnis, weiter vorzudringen. Und man sieht schon, wir haben hier zwei Bosse diesmal. Ein Zeudroide? Bist du ein Verbündeter Alberts? Korrekt. Man nennt mich Argoyle. Und das hier ist meine zweite Hälfte. Ugoyle. Wir verteidigen dieses Gebiet mit unserem Leben. Verstehe. Dann muss der Computerhacker hier drin sein. Lächerlich. Glaubst du, du kannst unsere Verteidigung durchbrechen? Dann mal los, Mega Man Modell A. Ich zeige dir den Weg ins Jenseits. Ey, schon wieder so religiöse Anspielungen. Das gibt's doch nicht. Hier ist Endstation für dich. Ach, der Ugol, der redet jetzt doch mal. Hier ist Endstation für dich. Ich dachte irgendwie, der hat jetzt nur geknurrt oder so. Ah, und ich hasse diesen Bosskopf, um ehrlich zu sein. Weil die so ein bisschen schwer zu durchschauen sind manchmal. Ja genau, dann springen die auf einmal wieder auf. Ich habe jetzt auch noch keine so richtige Taktik gegen die. Oh, die haben auch so verdammt viele KP. Aber wie habe ich die sonst immer fertig gemacht? Oh, da habe ich die so. Das ist, glaube ich, auch eine gute Taktik. Ah, jetzt muss dann hier hinter, weil sonst... Genau, das macht er nämlich sowas. Ach, verdammt. Ah, jetzt machen die einen Spezialangriff, ich weiß noch. Ja. Ah, genau, dann... das darf man nicht vergessen, dann kommen die nochmal. Da muss dann nochmal schnell wegspringen. Ich dachte, verdammt gemeine Viecher.
Und ich merke auch schon, ich muss mal einen Ersatztank saufen. Okay, also... Ja, okay, jetzt rastet der andere dafür. Das habe ich jetzt natürlich nicht heraufbeschwören wollen. Ach, nee, ich habe auch keinen E-Tank oder sowas. Aber guck, das klappt doch noch. Ja, sag ich doch. Wir wurden besiegt. Nein! Du hast diese Schlacht gewonnen, aber den Krieg überlebst du nie. Wie wir das nur überleben sollen. Eine doppelte Explosion extremen Ausmaßes. Aber wir bleiben schön geschillt hier stehen. Und kriegen auch mal die Daten von den beiden. Beziehungsweise die von... Nee, doch nur die von Argoyle. Wenn der Pseudoroid als Wachposten aufstellt, dann hat Albert hier drin wirklich was zu verbergen. Ich bin mir sicher, der Computer steht irgendwo dort hinten. Los! Ne, wir gehen jetzt erstmal schön zurück. Weil, ja, wenn mit Boss besiegt, warum soll ich jetzt nicht erstmal speichern? Ja, so eiskalt kann man das machen. Ja, dann nutze ich einfach mal die Ressourcen, die das Spiel mir bietet. Und gehe jetzt erstmal wieder zum Speicherpunkt zurück. Haben jetzt natürlich das Modell, das zeige ich euch auch gleich. Damit können wir nämlich auch den einen Subtank aus dem letzten Part erreichen, der so unmöglich zu erreichen schien. Aber ja, so Secrets und so die Sachen, auch die Subtanks, die holen wir im übernächsten Part. Und ja, und danach geht es auch leider schon in Richtung Finale. Aber ich kann schon mal versprechen, es wird ein episches Finale. So, ich finde sogar noch ein bisschen epischer als in Mega Man ZX. Und das war eigentlich auch geil, da wurde noch mit allen nochmal konfrontiert. Jeder Boss kam nochmal. Also zumindest so die Hauptbosse, sage ich jetzt mal. Also da kam echt nochmal alles mögliche. Omega kam, dann das fette Battle gegen Serpent. War echt alles drin. Und auch hier ist das natürlich auch nochmal sehr geil gemacht. Also ja, ich finde schon irgendwie lustig, dass der Boss da schon am Anfang kommt. Kann man einfach so trollen und schon mal saven gehen. Aber dafür ist die Stage an sich auch nicht so leicht. Das kann ich auch schon mal sagen. Also die ist schon, also da sind die schon ein bisschen anspruchsvoller, sehen wir auch gleich. Und ich soll ein bisschen schneller unterwegs sein, weil ich jetzt nicht das ganze Stück jetzt hier nochmal entlang laufen will. Ich glaube, es kommt eh wieder Tutorial-Shit. Ja. Das gebe ich jetzt erstmal wieder eiskalt. Ich glaube, man kann meinen A-Knopf hier smashen hören. Naja, ist ja nicht das leiseste Gamepad. Irgendwann mal hole ich mir noch ein Xbox 360 Gamepad. Am besten noch drahtlos. Ja, das kann man nicht so machen. Genau, hat man nochmal den. Man kann dann so den machen. Und dann kannst du treten, man so macht. Und er drückt dann, ja, dann schießt er die halt so. Ja, okay, man kann nichts mehr aufladen. Oh, was soll ich sagen? Ich habe dieses... Okay, das ist cool mit dem. Das mag ich. Dass man so rollen kann wie die. Aber ganz ehrlich, außer für die Secrets habe ich dieses Viech noch nie gebraucht. Und die Musik, die ist eigentlich auch ganz schön episch. Wird mir jetzt erst klar. Ja, Mega Man ZX Advent hat eh einen geilen Soundtrack. Da auch wieder oben ist hier nichts. Und die Stage ist auch interessant, weil die ist nämlich in zwei Teile auch aufgeteilt. Es wird nämlich gleich eine... Okay, ich kriege mal einfach mal so ein Leben geschenkt. Auch sehr interessant. Oh, weg da. Also das... Ja, das ist gleich nämlich... Da kann man nämlich zwei Bereiche erkunden. Ich glaube, das kommt jetzt auch schon... Genau, jetzt kommen wir einmal nach rechts und nach links. Ich würde aber lieber nach links gehen, weil ich den Weg auch ein bisschen genauer kenne. Eines Tages werde ich das ja nochmal replayen im Hard Mode. Und dann werden wir natürlich dann den rechten Weg gehen. Obwohl es eigentlich schlauer ist, den Weg, den ich gut kenne, im Hard Mode dann zu machen. Aber, na komm, ist ja noch Zeit bis dahin.
Weil hier, ja, diese gelben Kugeln, die zeige ich mal an, wenn da so ein Fisch unten ist. Das glaube ich immer die Position, wo der Fisch dann hinspringt. Und wie viel Geld habe ich eigentlich? Na gut, ich würde natürlich locker die ganzen Dinger aktivieren. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Weil so viel E-Kristalle brauchen wir auch gar nicht mehr. Ich glaube, das sind nur 50 oder so, die ich nochmal für einen E-Tank nochmal zurücklegen will. Sonst müssen wir nicht mehr viel bezahlen. Das ist jetzt nur noch für diese Punkte halt, für diese Teleportpunkte. Und genau hier sind wir auf Chrono Force angewiesen. Ach komm. Okay, unter Wasser schießen die also Eiskugeln. Interessant. Die ignoriere ich jetzt auch mal eiskalt. Genau, und auch hier brauchen wir schon Chrono Force. Obwohl hier noch nicht. Das ist noch nicht so schlimm. Ich glaube, das ist wirklich nur, dass man den im Hard Mode braucht. Noch ganz wichtig, genau, hier sind jetzt noch ein extra Leben. Also gut merken, für die, die das selbst auch mal zocken oder zocken wollen. Na, ich hätte jetzt nicht, natürlich, ich hätte jetzt natürlich nicht alle Secrets, aber die, so die interessantesten, zum Beispiel hier, dass auf einmal zwei E-Kristalle sind, da ist nichts. Ja, genau, und gleich um diese Stellen muss natürlich auch ein bisschen, ja, mit diesen Zeitanhalten arbeiten. Finde ich gut, weil man das nämlich kaum gebraucht hat in dem Spiel. Also das, dass man... Ach komm. Ja komm, den hol ich mal kurz. Den könnt ihr euch mit Hedgehog holen. NMB 01, okay. Was ich jetzt auch noch hoffe, ist, ich habe jetzt mein Mikro jetzt ein bisschen weiter nach unten platziert. Wo das eigentlich so hinkommt. Ich habe das immer so, so ein bisschen auf Nasenhöhe jetzt immer gehabt. Nur jetzt bin ich, ja, nur manchmal rauscht das so ein bisschen und jetzt habe ich das mal so ein bisschen weiter nach unten gemacht. Und jetzt, ja, jetzt wird es wohl entweder ein bisschen mehr rauschen, was ich jetzt ja nicht hoffe jetzt bei der Aufnahme. Weil ich selber höre es jetzt eigentlich kaum. Und ja, wir haben ja so einen Stahlpanzer und alles, aber so ein kleiner Stahl tötet uns natürlich. Ist ja überall Säure dran und alles, und die Säure bohrt sich ja sofort durchs Metall und man stirbt halt. Oder, ja. Jump and Run Logik. Haben wir jetzt den Datenträger wenigstens? Ja. Obwohl, ich glaube, hier brauche ich auch. Ja, doch. Nee, das ist ein bisschen zu riskant. Okay, jetzt. Ey, ich habe nicht mal daran gedacht, vor der Aufnahme die richtige. Boah, wie genau die das bemessen, ey. Ich dachte immer, das machen die doch eigentlich mal nur bei Retro-Spielen. Das ist doch nicht Retro. Schon, ja. Fies, boah. Schnell runter. Na gut, jetzt war ich ganz vorsichtig, so. Die sind jetzt weit genug oben. Das müsste jetzt hinkommen, jetzt sind die nämlich... Ne, jetzt warte ich aber. Ich wäre jetzt 10-mal durchgekommen. So, jetzt ganz schnell runter. Na gut, jetzt hier müssen wir also nochmal zur Sicherheit nochmal die Zeit anhalten. So, und zwar jetzt. Und jetzt sofort nach oben. Ja, auch hier. Komm, ganz schnell. Das schaffen wir noch. Boah. Wie viele Leben haben wir eigentlich? Ich glaube drei, nee vier, oder? Zwei haben wir praktisch im Arsch geschoben gekriegt. Und ich glaube eins hatten wir davor noch. Nee, dann ist das ja sogar drei. Genau, hier ist, ändert sich auch nochmal der Weg. Ich meine sogar, hier kann man auch eine Quest machen. Genau, ich erinnere mich. Ah, toll, hier jemanden kennenzulernen. Ich heiße Peter. Und der hat eine Quest. Oh je, yeah. Ich habe schon wieder getan. Hm, hey du. Ich brauche deine Hilfe, um ein paar Schabanos zu erledigen. Oh Mann, was für ein Kuddelmuddel. Bei so vielen habe ich keine Chance. Wenn sie wild werden. Was sagt denn die Mission aus? Oder habe ich jetzt die überhaupt schon angenommen? Hol dir Albert. Achso, das haben wir noch. Vogelkamera, Romeo.
Ruin. Also mehr ist ja nicht bekannt. Oh. Guck einfach mal, was jetzt dahinter ist. Ich glaube, das ist nicht storybedingt, aber. Ja, das sind diese Viecher. Okay. Ach, ich will das abblocken. Okay. Dann, oder LL macht deinen Job. Also nervig sind die schon. Ja, sonst war ja auch nichts mehr. Okay. Oder war das schon die Mission? Siehst so aus, als wärst du kein so schlechter Jäger. Ich habe einen Auftrag, der für dich genau das Richtige sein dürfte. Aus diesem Bereich sind einige Schabanos entkommen. Habe ich jetzt keine Belohnung gekriegt? Also ich... Wenn du auf der Straße grüne Schabanos findest, eliminiere sie bitte. Kannst du das für mich machen? Es müssen nicht mehr als 50 sein. Hol sie mit dir bitte alle. Wenn du sie alle erwischt, bekommst du eine Belohnung. Boah, ich weiß nicht, ob ich diese Mission wirklich mache. Vielleicht hole ich mir noch im, ich sag mal vor letzten Part, also vor dem Finale, vielleicht hole ich da nochmal eine kleine Komplettlösung zur Hilfe. Ja, und jetzt kommen wir noch nach links. Ach, hier jetzt erstmal unten entlang. Gucken, was uns hier erwartet. Oder ist jetzt schon das Ende? Ich glaube, nee, jetzt habe ich nur das Ende. Aber wir gehen jetzt auch erstmal hier entlang. Und da, was kommt jetzt nochmal? Ach ne, es ist doch noch nicht das Ende, okay. Ich dachte. Obwohl doch jetzt kommt schon, ja, doch, das sieht schon ein bisschen episch aus, so ein Gang. Ja, und es endet mal wieder mit einem Mini-Boss. Ah, der Boss ist nicht leicht unbedingt. Ich glaube, das ist auch eine kleine Anspielung auf Woodman von dem früheren Mega Man. Boah, Mann. Ah, die Musik leckt irgendwie ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich finde es schade. Und, ja, nicht das Beste. Obwohl, nee, der hat doch Schwäche Feuer. Wenn so logisch jetzt geht. Boah, voll geskillt dazwischen. Ja, also ich weiß, ich sag jetzt irgendwie gerade nicht so viel. Aber ich muss mich auch schon ein bisschen konzentrieren bei dem Kampf. Weil ja auch das... Also das ist nicht unbedingt der einfachste Mini-Boss-Kampf. Obwohl, mir fällt gerade was ein. Wir machen jetzt einfach mal so. Ich weiß echt nicht, warum das hier so ein bisschen am Lecken ist. Ich begreife es nicht. Standard. Ach, Mensch. Oh, was hat der... Ey, was hat mein PC heute wieder? Ach, und ich, mein Kommentierstil ist mir heute völlig im Arsch. Merkt ihr ja, glaube ich. Ich glaube, er hat heute nur Mist, ey. Aber okay, das sollte es sein. Okay, perfekt. Einmal so runter. Oh, oh, da wieder ganz schnell. Ach, jetzt so ist das wirklich einfach. Ja, ja, ganz schnell dahin. Und wieder hier Y und R smashen. Okay, wenn ich das im Hard Mode gewusst hätte, dass es so einfach ist. Beziehungsweise warum ich im Hard Mode nicht drauf gekommen. Ja, ich werde schon zurückverwandeln, damit ich auch die Explosion miterleben kann. War das eben eine Explosion? Das kann nicht sein. Okay, schnell hinterher. Was ist da los? Fuck. Der Computer! Ihr wart das also! Ganz recht! Wir befinden uns jetzt in der Endphase des Plans! Wir müssen uns jetzt nirgendwo mehr hineinhacken! Aber wir können auch nicht zulassen, dass ihr hier drin herumschnuffelt und nach euren Daten sucht! Einen, der 5 Megaman geschlagen hat, müssen wir außerdem töten! Was? Wie soll die jetzt auch nicht am Kragen oder was? 3 Bosse! Ne, 4 eigentlich, weil Prometheus und Pandora sind ja sogar 2. Dass wir dich am Leben gelassen haben, gehört zu unserem Plan. Schon bald wird alles vorüber sein. Schicksal der Zerstörung. Albert und sein dummes Spielchen! Sie sind bald Geschichte! Albert ist dem Untergang geweiht! Dem Untergang geweiht? Was soll das heißen? Was habt ihr vor?
Das wirst du sehen, wenn alles vorüber ist. Vielleicht, wenn du im Sterben liegst. Wir sehen uns wieder. Wartet! Verflixt! Was geht hier vor sich? Wie bitte? Die beiden haben nicht für Albert gearbeitet? Obwohl, stimmt, die haben doch auch, ja, die haben doch vorgegeben, die würden ja für den arbeiten und sowas. Also, ja. Sind Prometheus und Pandora tatsächlich die, die die Fäden ziehen? Oder ist es jetzt Albert? Man weiß es nicht. Was ist mit dem Computer? Konntest du noch etwas retten? Oh je. Du hast den Datenordner A. Aber Datenordner B haben wir, glaube ich, auch noch gekriegt. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau dran erinnern. Es ist zu lange her, leider. Das war's. Es ist nichts mehr da. Mach dir keine Sorgen. Auch ohne die Daten bist du ein lebendiger Teil dieser Welt. Der Beweis sind die Anstrebungen, die sie unternommen haben, nur um dich davon abzuhalten, die Daten zu sehen. Also es muss was Wichtiges sein, das wissen wir also schon mal. Lass uns die Daten untersuchen, die wir noch haben. Und ich glaube, ich werde im nächsten Part einmal meine Mikrofonverstärkung ausschalten, weil ich sehe gerade, ich hoffe, es rauscht nicht. Ich hoffe es inständig. Ich gucke mir nämlich gleich die Aufnahme an und wenn was nicht perfekt ist, dann werde ich das natürlich bis zum nächsten Part möglichst korrigieren. Vielleicht habe ich dann eine bessere Quali, weil ich gerade ein bisschen am Umprobieren bin. Schick alles zusammen mit dem Missionsbericht zu mir. Jawohl. Ist das auch ein Knoblauch? Oder was ist das hier? Dieses komische Zeug, das da so hängt. Missionsbericht wurde abgegeben. 300 EK, als ob wir nicht schon genug davon hätten. Dafür müssen wir auch einen Datenordner abgeben, der uns aber eh nichts gebracht hätte. Oh, hier spricht Thomas. Wir haben es geschafft, einen Ordner der Datei zu analysieren, die du gefunden hast. Es ist ein Startcode. Ein Startcode, ne? Für einen besonderen Transserver. Sind wir hier bei Muscle Davis, willst du den Startcode eingeben oder was? Ja, ihr wisst schon, dass der Werbung, ne? Der Startcode eingeben und, weiß nicht, wie sowas. Er enthält irgendwelche Transportkoordinaten. Oder ist Albert vielleicht Muscle Davis? Oh mein Gott. 1 und 1 hat nicht erreicht. Nein. Mit den Daten, die du uns geschickt hast, konnten wir den Code komplett wiederherstellen. Du hast einen Startcode für unser 1:1 DSL-Modem. Ja, Marcel, damit machen wir dich fertig. Wir werden den Startcode eingeben, ohne bei dir einen Vertrag zu machen. Hast du schon einmal einen Transserver gesehen, der noch nicht initialisiert war? Ein Transserver, der noch nicht initialisiert ist? Oh, das erinnert mich voll an Pokémon Mystery Dungeon, dass die Frage nochmal komplett wiederholt wird. Wenn du ihn findest, gib den Code ein. Das waren die zwei geteilten und streng bewachten Daten. Am anderen Ende des Transservers sitzt wahrscheinlich Albert. Dann kann ich den Transserver mit diesem Code initialisieren. Gut, ich versuch's. Mittagsjungs will ja erstmal speichern. Oh, man erkennt uns, fehlt auch nur noch ein, nee, zwei Modelle, oder? Ich glaube, 14 sind es insgesamt. Ich guck mal. Nee, doch, es fehlt uns nur noch ein einziges. Und das holen wir uns im nächsten Part. Dafür müssen wir erstmal wieder zurück zum Jägerlager. Und dann müssen wir hier hin. Aber ich sehe gerade, wir haben schon 23 Minuten um und ich habe jetzt gar nicht auf den Timer geguckt. Und daher verabschiede ich mich ja für diesen Part. Also sind wieder neue Fragen aufgekommen durch das Verhalten von Prometheus und Pandora. Ist Albert Muscle Davis? Was haben Prometheus und Pandora jetzt vor? Nun ja, ich hoffe, wir finden mehr Antworten im nächsten Part. Also Leute, bis dann und ciao.